Punkte, glaube ich, sind echt nicht mehr wirklich. Echt schade. Es ist echt der zweite Sektor. Ich habe so Probleme hier im zweiten Sektor. Boah, ey, leck mich doch einfach nur an meinen Cojones, ey. Echt bitter. Also ich sag mal, 6. Platz wäre ich vielleicht auch mit ganz zufrieden. Oder, was heißt wer? Wäre ich mit zufrieden gewesen. Aber dann kommt dieser scheiß Raikönig. Status 7, Kollege. Pierre ist momentan auf PC. Okay, Abstand zum Teamkollegen. Wie in Spanien, möchte ich mal kurz sagen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 51,0. Das ist ja wie in Spanien. Nur der Unterschied ist, in Spanien war ich selbst dran schuld, dass, ach so, ja, überhol mich da, wo ich, also, kannst du nicht mal, 5 Sekunden auf Ricardo schon, also, einen Reifen frisch, an den Reifen liegt's nicht, ich glaube, ich habe echt das falsche Setup. Ich glaube, ich habe echt das falsche Setup. Obwohl es sich hat eigentlich echt gut angefühlt im Training und so. Auch im Qualifying so gesehen, aber ich sage euch, das ist nicht das optimale Setup. Es sind noch so viele Runden. Ich kann jetzt gerade nicht erkennen, wie viele. Also wie viele ich insgesamt fahren muss. Weil da mein Mikro vor ist. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 10,2 Sekunden. Wait, what? Ich glaube, da müssen wir halt die Punkte noch wechseln. Sind dann zwar alle beieinander, aber ich hole einfach nicht auf. Also das Setup ist echt scheiße. Also ich schieb's echt aufs Setup. Ricardo ist auch nicht mehr vor uns, sondern Alonso. Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,2 Sekunden. Schau mal, wie es am Ende der Runde ist. 6,295, um genau zu sein. 6,295. Ja, das war's. Das sah böse aus. Ja, komm. Alles in Ordnung? Sag mir. Ja. Ja, hier. Sorry, also da, ich habe ja sowieso gesagt, mache ich nicht, deswegen, ja, ja. Also ich schieb's echt aufs Setup, weil ich hab echt Probleme gehabt im Rennen und insgesamt ist echt scheiße gelaufen, aber naja. Jetzt hier ist er also gewonnen. Was für ein tolles Rennen war das. Oh, ey.
Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Dieses Rennen wurde wohl durch geschickte Bremsmanöver entschieden. Dadurch konnte er die Innenseite der Bremszonen besser ausnutzen. Und wenn man das oft genug macht, gewinnt man am Ende das. Das bedeutet demzufolge, dass das ja eine Folge auch ist. Das mache ich natürlich dann jetzt extra so. Weil es ist blöd, wenn ich das jetzt so zurechtschneide. Und es sind zwei kleine Folgen. Die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz gut. Mercedes und zweimal Red Bull, ey. Junge. Wie ist Gasly denn in die Punkte gekommen? Platz 9 oder so vielleicht? Nach dieser Runde der Weltmeisterschaft raus sind. Lewis Hamilton und dann hat er es noch nicht mal ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Heute haben mich viele Fahrer beeindruckt, aber niemand so sehr wie Daniel Ricciardo. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM. Lol. Wir haben heute einen Abfall des Ricciardo war vor uns. Der ist bis auf Platz 3 vorgefahren. Wer war hinter uns noch? Weil Hülkenberg. Ja, okay, 14. Okay, aber. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. Hamilton hat so mit Vettel deutlich überholt. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen und geben. Haas ich hoffe, hat Sie McLaren sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja, Einleitung, Ereignisse. Totalschaden, wie so mit Reichen. Also das wäre echt ein Rennen zum Scheitern, ey. Also, ich hatte echt Probleme, muss ich zugeben. Und das nicht mit dem Wagen, sondern echt mit dem Setup. Das Setup war richtig scheiße. Wenigstens schnellste Runde. Hey. Das ist wenigstens etwas. Da kommen wenigstens noch mal ein paar Ressourcenpunkte. Wenn noch nicht viele, aber okay. Ja, guck mal, und auf einmal alles runter. Da, nur ein paar blaue Flecken. Ja, ich wünschte, das ist mal ein enttäuschendes Ende. Vom Auto sagen. Das ist mal ein enttäuschendes Ende für die ganze harte Arbeit des Wochenendes. Aber wir haben zumindest viel Zeit zur Reparatur vor dem nächsten Grand Prix. Das war das Setup. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events. Hab ich schon gesehen. Du kannst Verfolgung oder. Haha, Monaco! Verfolgung. Garantiert fahre ich nicht irgendein Ereignis, also ein Event in Monaco. Kannst du knicken? Gib mir einen Snickers, kannst du knicken. Hm? Machen wir nochmal das Event hier. Also das ist jetzt alles eine Folge. Ich schneide das jetzt nicht hier zu zwei Folgen. Drei Runden. Wende das Rennen auf dem ersten Platz. Okay. Gucken wir mal. Das ist sogar jetzt die große Strecke hier England. Okay. Warum denn Regen wieder hier in England? Also ich hoffe nächste Saison, also in unserer zweiten Saison, dass es in England nicht regnen wird. Da ist Platz 1.
Ja, das heißt, ich weiß jetzt nicht, wann jetzt die Folge hier kommt. Also Montag, Dienstag, Mittwoch kommt hier mal ein Rennen und Donnerstag, Freitag, Samstag. Weil es hier dann jetzt nur eine Folge vom Rennen ist, sehen wir uns entweder übermorgen, was dann ja ein Donnerstag sein wird, oder mindestens Freitag sein wird, sehen wir uns erst am Montag. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Warte, 1, 2, 3. Wir sehen uns übermorgen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja, wir sehen uns übermorgen. Denn heute ist für euch Dienstag. Ich weiß nicht warum, auf einmal habe ich einen Ohrwurm aus Alf. Habt ihr das denn auch schon mitgekriegt? Eigentlich laber ich bei sowas eher über Minecraft Lost. Na komm, ich muss mir das für Minecraft Lost aussparen. Nehme ich ja morgen auf. In dem Zeitpunkt habt ihr das alles schon gesehen. Ich muss das auf den Zettel schreiben. Und mein Bauch knurrt gerade. Ich habe mir so Hunger. Das Tolle ist, nach dieser langen Aufnahme ist jetzt hier heute mit Formel 1. Schön essen. Morgen wird dann auch schön aufgenommen. Neues Projekt auch, welches so gesehen ich als, ja, vielleicht so Story-Let's Play-mäßig bringe. Muss ich gucken. Ich habe 9 Sekunden auf den zweiten. Und 15 Sekunden auf den dritten. Hätten wir nicht auch so gut fahren können in unserer Karriere in England. Und auch Hülkenberg bowlen können. Was ich bis dato auch immer noch nicht verstehe. Ich denke einfach, dafür fehlt mir die Erfahrung im Regen einfach, weil ich eher trocken fahre und nicht so oft im Regen. Nur von 9 auf 14 Sekunden. 5 Sekunden gut gemacht. Hui! Nice! Ja, also wie gesagt, das ist jetzt hier alles eine Folge. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier allzu lang geht. Wenn, dann tut es mir natürlich jetzt schon mal leid. Wir gehen jetzt einfach nur schon mal vor. Denn als nächstes kommt natürlich eine... Ach nee, Russland kommt als nächstes. Ich wollte sagen, Hassstrecke. Oh, Russland ist eine tolle Strecke. Einmal mal so hier reingeworfen. Und dann sind wir auch schon fast in Realität. Also für mich jetzt in dem Zeitpunkt, die Folge kommt ja später... fast gleich auf mit der Realität, wo die jetzt ja als nächstes fahren werden. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik. Nice. Wir bauen sie vor dem ersten Training ein. Wochenvorschau, Entwicklung abgeschlossen. Dat it nice, dat it sehr, sehr toll. Ja. Abgeschlossen, warten auf Belohnung. Ach so, das bekommen wir noch. Okay. Judy, das war dann. Schönste Runden habe ich insgesamt 8 gefangen. Nee, aber wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich sehr, sehr gern einen Daumen nach oben da.
Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal hier in Russland wieder. Und freue mich schon auf euch. Bei mir dauert es jetzt ein bisschen, bis ich wieder aufnehme. Hab jetzt schön voraus aufgenommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und mir bleibt noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor, ciao, Formel 1 und Fußballfreunde da draußen, haut rein und tschüss.